Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich Besuch aus Luxemburg. Steve ist bei mir und bekommt Dreadlocks. Er hat schon eine Dread-Geschichte hinter sich, die leider unschön war. Du sagtest ja, du warst in Luxemburg und hattest ja Dreads eingeflochten bekommen. Ne? Und ich habe diese Fotos auch damals gesehen. Das ist jetzt 2 Jahre her, richtig? Ungefähr. Ja. So, und die Bilder, die waren wirklich so krass. Ich muss wirklich sagen, ich habe wirklich mit offenem Mund vorm Handy gesessen, weil dem Mann wirklich die Dreads so eingeflochten wurden, dass er teilweise solche riesigen Ansätze hatte. Das Ganze war auch noch unwahrscheinlich teuer. Wir haben da jetzt gerade nochmal drüber gesprochen. Da muss ich sagen, da fällt mir gar nichts mehr zu ein. Auf jeden Fall haben wir dann damals überlegt, Mensch, können wir das machen, kriegen wir das hin, weil Steve einfach wirklich sehr obendrauf sehr lichtes Haar hat und hinten auch so ein bisschen, also im Nacken sehr fein, und ich zeige euch das gleich nochmal genau, was ich da meine, aber nichtsdestotrotz kriegen wir das hier hin, dass er Dreads bekommen kann. Ich habe Steve jetzt so beraten, dass er die Echthaar-Extensions, die er von Dread Extensions Leipzig bestellt hat, in wirklich sehr, sehr dünn hat. Das sind teilweise nur 2 mm. Ich zeige euch das gerade mal. So, schaut euch mal diese Extensions an. Also die sind wirklich super dünn. Und das ist aber gut, denn Steve hat teilweise wirklich an den Seiten hier vorne auch super dünn und fein. Und hier vorne wird es nachher noch sehr interessant. Dafür werden wir die auch brauchen. Uns beiden hier ist klar, das sage ich nur vorab, bevor ihr wieder in die Kommentare schreibt. Es ist beiden von uns klar, dass vorne, also hier bei ihm im Bereich, dass alles etwas lichter und etwas nackiger aussehen wird, als wenn da mehr Haar wäre. Wir haben aber auch, wir haben es lang und breit besprochen und du bist dir darüber im Klaren und du möchtest es einfach trotzdem, hast du gesagt, ne? Genau, genau. Ja, so. Dementsprechend werden hier ein paar Kompromisse eingegangen, aber ganz bewusst. Und Steve ist es einfach wichtiger, einfach diese Frisur zu haben und sagt sich auch so, komm, dann ist das so, dass das vorne ein bisschen so aussieht, aber am Ende muss es ihm gefallen. Und das ist nämlich der Punkt. Ich kenne das nämlich schon, dann schreiben nachher wieder Leute, die Haare sind gar nicht geeignet für Dreads. Ist Bullshit, ist nicht so. Wenn man einen Kompromiss eingehen kann und möchte, ist das sehr wohl ein Haar für Dreads, denn ihr seht ja, hier sind schon welche dran. Ich kriege die auch wirklich wunderbar verbunden, die Echthaar-Extensions mit dem Haar von Steve, denn er hat das gut vorbereitet. Du hast, glaube ich, auch mit Tote Meerseid-Shampoo gewaschen und sowas vorher. Ne? Mhm. Also die Haare sind schön griffig, ich kann sie super gut mit den Extensions verbinden und das wird alles wunderbar halten. Daher, ne? So. Also das hier ist alles durchdacht und nicht irgendwie so, ah, wir probieren das mal ins Blaue, sondern wir haben uns schon Gedanken gemacht. Du hast jetzt ja auch sogar 2 Jahre auf diesen Termin gewartet und hast extra dafür deine Haare wachsen lassen, ne? Genau. Ja, ja, weil nämlich bei dieser Nummer mit dem eingeflochtenen Teil damals, da hast du wahrscheinlich auch schon einen Haarverlust gehabt. Die hatte die doch so festgemacht, dass du da, glaube ich, hinterher schon Längenverlust hattest, ja, oder? Ja, absolut. Ja. Ja, also, wir werden hier heute das Beste rausholen, was geht. Mit Extensions verlängert von Dread Extensions Leipzig. Zeige ich euch gleich auch nochmal ein Foto. Und wer mag, kann jetzt hier beibleiben und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. So, ihr Lieben, damit ihr auch seht, wovon ich vorhin gesprochen habe. Heute ist Tag 2. Wir machen heute die restlichen. Jetzt kommen noch 21 Dreads dazu. Ich habe gerade schon wieder welche gemacht. Da waren auch noch mal 4, 5 Stück. Aber hinterher werden wir sehen, wie viel wir haben. So, ich habe ja gesagt, hier oben ist es sehr licht. Ihr seht das auch. Das sieht jetzt gerade noch schlimmer aus, als es hinterher wahrscheinlich ist. Das klingt jetzt so blöd, wie ich das sage. Aber ich hatte ja gestern schon bemerkt, dass wir hier genau wissen, was wir tun. Und die Entscheidung auch genau so ist von Steve, dass das hier so werden soll. Wir wissen auch beide, dass das hier sehr nackt wird, aber Steve möchte gerne Dreads, er kann damit leben und deswegen bitte ich euch, lasst dann auch so Kommentare wie dies, das, ne, dieses Genörgel und Gemecker, weil das hier ist eine bewusste Entscheidung und es geht manchmal nicht anders und wenn jemand das trotzdem möchte, finde ich, sollte man dann auch einfach, wenn man nichts Gutes sagen kann, nichts sagen. Ne? So, jetzt ist das so, dass wir hier wirklich die Ansätze gleich nicht zu fest machen. Das ist in diesem Fall ganz wichtig, weil ich nicht möchte, dass die Haarwurzeln vielleicht darunter leiden. Ich kann das nicht genau sagen, aber wir gehen jetzt auf Nummer sicher. Die Einteilung ist auch so, dass überall ein Dread über dem Ansatz liegt. Und ich denke auch, dass es sich später so entwickeln wird, dass trotzdem ja hier Fisselhärchen entstehen und das Ganze dadurch auch ein bisschen kaschiert wird. Also ich denke, das kann trotzdem wirklich sehr cool aussehen, weil der Rest, wie ihr seht, ist ja auch dicht. Es ist wirklich schade. Wir haben gerade schon gesagt, das ist eigentlich nur hier. Wir müssen die Haare von da und da hier rüberziehen, aber es geht leider nicht. Ja, wir gucken jetzt mal, wie wir hier zurande kommen. Ich mache jetzt noch die restlichen Extensions da dran und so und dann sehen wir uns gleich beim Endergebnis wieder. Ja, jetzt basteln wir hier die Extensions dran. Ich hatte das übrigens gerade so streng gesagt, weil mir aufgefallen ist, dass unter ein paar meiner Beiträge
so ein paar Gemeinheiten drunter standen. Und ihr wisst ja, dass ich das nicht so geil finde, wenn da irgendwie die Leute beleidigt werden. Denn am Ende des Tages geht es nicht darum, dass ihr das schön findet, was auf diesen Köpfen hier ist, sondern diese Personen hier müssen das schön finden. Und die entscheiden sich ganz bewusst für Dinge, gehen auch manchmal Kompromisse ein, weil es nicht anders geht. Aber sie möchten dann doch so gerne diese Frisur haben, dass wir dann halt gucken, dass es trotz allem möglich ist. Und ich finde es gemein, wenn jemand dann mutig ist und sagt so, okay, dann sieht das halt trotzdem, dann ist es ein bisschen nackiger als bei anderen, aber ich möchte das trotzdem, weil ich es schön finde. Und dann kommen da Leute und schreiben da irgendwelche Gemeinheiten hin. Das finde ich nicht gut. Und deswegen ist mir das wichtig, dass ihr da einfach so ein bisschen guckt, dass ihr fair bleibt. Weil ihr müsst es ja nicht tragen, ne? Das müsst ihr euch immer vor Augen führen. Und da geht es nicht um euch, sondern da geht es darum, dass die Person das schön findet und dass man halt auch mithilfe dieses Videos zeigt, wie kann man das umsetzen, ne, und trotzdem diesen Wunsch erfüllen. Es ist ja auch nicht so, dass wir nicht im Blick haben und nicht wissen, dass das hier oben zumindest so ein Risikobereich ist. Wie gesagt, alles andere ist ja super, ihr seht das, da sind ja auch relativ dickere Dreads bei. Nur da oben müssen wir halt schauen, wie wir es machen, und uns ist auch beiden klar, das kann halt auch in eine Buchse gehen, es kann sein, dass die hier oben ausreißen. Aber wenn man sich dieser Sache sicher ist und damit klarkommt, dann finde ich, ist es ein Versuch wert und ist, was soll halt passieren. Ne? Dann haben wir das auch besprochen. Ich bin ja immer gerne für Harmonie und Frieden, vor allen Dingen auf meinen Plattformen, die ich hier so bediene, weil ich das immer ganz gruselig finde, wenn ich bei anderen gucke, was da so los ist mit den Leuten. Also man fragt sich ja manchmal auch, ne, was da nicht mit denen stimmt. Und immer so dieses Bashing da von Menschen, die irgendwie zeigen, was sie tun, und dann gefällt einem das nicht und dann muss man da nochmal einen draufhauen. Das finde ich ganz fies. Das machen wir hier nicht. So, jetzt machen wir aber hier weiter und gleich sehen wir uns beim Endergebnis. Wir sind fertig geworden. Guck mal, wie schön. Wir haben jetzt hier noch die langen Spitzen abgeschnitten. Das finde ich irgendwie besser. Hier kann man gut sehen, wovon ich vorhin gesprochen habe. Aber es sieht viel besser aus und viel dichter, als ich dachte. Mag in mancher Augen von euch vielleicht komisch klingen, aber dieses Ergebnis ist wirklich wunderbar geworden. Ich habe nicht gedacht, dass es so gut geht und wird. Von daher, wir sind beide zufrieden, ne? Oder? Ja. Kann ich nicht reklamieren. Sehr schön. Ja, andersrum, wie viel Grad sind es geworden? Ich glaube, 55 haben wir gemacht, ne? Ja, 54, 55. Steve hat ja sowieso auch immer den Zopf und dann wird das hinten auch alles hier schön zusammenkommen. Das gucken wir uns nachher nochmal eben im Foto an. Und insgesamt sind wir beide zufrieden. Ja, und würden sagen, wir verabschieden uns. Ne? Ja, das freut mich. Alles Liebe, Rischer Party, heute mit Steve.